Wenn ihr Bock habt auf diese mega einfachen Eintöpfe, aber die grenzgenial schmecken, ein Topf, ein Dutch Oven, dann bleibt's dran und schaut's weiter. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. Yeah. Servus Freunde, neuer Tag, neues Glück und zwar geht es heute um ein Thema, das alle wirklich beschäftigt und das in den letzten Jahren wirklich zum absoluten Trend avanciert ist. Wir haben uns dem Ganzen natürlich auch nicht verschlossen und es hat was mit Barbecue zu tun, es hat was mit Feuerkochen zu tun. Es ist eine der einfachsten, aber auch der genialsten Zubereitungsarten überhaupt. Dieser Topf hier, der sogenannte Dutch Oven. Was ist ein Dutch Oven? Das kommt aus dem Holländischen, ja, aus dem Holländischen, also Dutch. Und zwar, Dutch steht für Holland. Als die Siedler mit den Siedler-Tracks früher Amerika besiedelt haben, haben die eigentlich alle immer nur ein einziges Kochgerät gehabt. Und das war der sogenannte Dutch Oven. Tatsächlich ist es so, dass dieser Kasten hier, dieser Topf hier, wirklich perfekt ist für alles. Nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Backen und auch zum Schmoren. Und auch zum Warmhalten. Also man kann da drin wirklich alles machen. Und das Prinzip ist relativ einfach. Ich habe hier einen Gusstopf. Der steht unten auf Füßen. Dadurch kann ich ihn direkt in die Glut stellen, kann aber auch von der Glut nehmen, damit ich keine direkte Hitze habe, damit also nichts anbrennt. Hier oben habe ich einen Deckel mit ein paar so Spikes raus, weil auch oben kann man ihn mit Kohle befüllen. Das bedeutet, wir haben quasi Ober- und Unterhitze im offenen Feuer. Da drin wird es höllisch heiß. Also ich kann da drin wirklich perfekte Gerichte schmoren. Das Tolle ist, wenn ich den Deckel abnehme, ich könnte hier drin auch braten. Ich kann da drin grillen und wie gesagt, man kann auch drin backen. Also die eierlegende Wollmilchsau am offenen Feuer. Eigentlich braucht man nicht mehr beim Campen, beim Angeln, beim Festival als einen coolen Dutch Oven. Man kann da drin wirklich alles zubereiten. Wir haben heute ein ziemliches Sauwetter bei unserem Fleischstückdreh. Das heißt aber nicht, dass wir nicht draußen kochen würden. Im Gegenteil, da macht es so richtig Spaß. Und was passt besser zum ordentlichen Sauwetter, zu Regen, nass und kalt? Ja, ein schöner Eintopf. Und für das heutige Dutch Oven Special haben wir meine drei Lieblingseintöpfe vorbereitet. Ein Topf ist ganz klar, One Pot, ein Topf. Alles in einen Topf, warm machen. Und ich verrate euch ein riesengroßes Geheimnis. Beim Eintopf und beim Gulasch ist es so, aufgewärmt schmeckt es am besten. Also das Gulasch schmeckt nicht am Tag der Zubereitung, sondern aufgewärmt am allerbesten. Und da ist der Dutch Oven natürlich prädestiniert. Ja. Wirklich ganz cooles Beispiel. Ihr bereitet euch zu Hause alles vor. Ne? Nehmt den Dutch Oven mit, befüllt den so wie er ist. Ne? Kommt an euer Lagerfeuer, kommt an euer Ufer, wo ihr angelt, kommt auf euer Festival, wo ihr eure Metalbands anschaut und stellt den Ofen einfach bloß ins Feuer. So einfach und so genial kann es sein. Los geht's mit dem Dutch Oven Special bei Fleischglück. Wir beginnen mit einem wirklich easy Gericht. Ja? Und zwar machen wir ein sogenanntes Szczegediner Gulasch. Szczegedin, ja? Man möchte meinen, das kommt von der Ortschaft aus Ungarn. Ist es aber nicht. Und zwar hat es da mal so einen Oberfeldwebel gegeben, der hat sich das gewünscht. Und seitdem heißt das Gericht à la Szczegedin, also wie der berühmte General, der Szczegi quasi. Ne? Es gibt es ja von verschiedenen Gerichten, ne? Es gibt ja Fürst-Pückler-Eistorte, ne? Es gibt ja auch nach Bismarck-Art und das ist eben, wie gesagt, ein Gericht nach Szczegedin. Das Wichtigste daran ist, es ist letztendlich ein Gulasch, das wirklich geschmort wird und on top wird es verfeinert mit Sauerkraut und mit Sauerrahm, also ein schöner Schmand ganz zum Schluss und Sauerkraut mit dazu. Und wie wir das Gulasch machen, ist eigentlich relativ easy. Normalerweise macht man es mit Schweinefleisch, in Ungarn macht man es mit Rindfleisch, ne? In Frankreich und in Schottland macht man es oftmals mit Lamm. Also feel free, ne? Es gibt kein wirklich großes Grundrezept und es gibt auch keine festen Statuten, wie man das Szczegediner Gulasch macht. Erlaubt es, was schmeckt. Und ich habe jetzt hier was ganz was Schönes. Ich habe jetzt hier Fleisch von der Rinderbeinscheibe. Und wer ganz
ordentlich aufgepasst hat und das Fleischglück-Video vom Beefheimer gesehen hat, der weiß, dass wir genau das da weggeschnitten haben. Und als erstes fange ich jetzt mal an und schneide mir das in feine Würfel oder in mehr oder weniger grobe Würfel. Wichtig ist natürlich ein scharfes Messer. Und man sieht jetzt hier schon, ich habe hier tolle sehnige Stücke. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist eigentlich gut, weil je sehniger das Ganze ist, desto mehr Kollagen habe ich drin, desto besser und desto saftiger wird mir das Ganze. Das Schlimmste, was es gibt, Leute, glaubt es mir, das ist mageres Rindfleisch. Ja? Viele meinen ja immer, das Rindfleisch muss schön mager sein. Ja? Manche sagen sogar, das beste Stück vom Rind ist ein Filet. Filet, naja, kann man essen, muss man nicht. Ist eine ziemlich trockene Geschichte. Ich bin eher für die Stücke wie hier. Schön durchwachsen, schön saftig. Und das schneiden wir jetzt einfach erstmal in Würfel. Und beim Gulasch ist es so, auch beim ungarischen Saftgulasch, das Wichtigste am Gulasch, neben dem Fleisch, sind die Zwiebeln. Und deshalb machen die Ungarn genauso für Zwiebeln wie Fleisch in das Rezept. Das heißt, wenn ihr jetzt 2 Pfund, also 1 Kilo Rindfleisch habt, dann kommen da auch 2 Pfund Zwiebeln mit dazu. So krass sich das anhört. Diese Zwiebeln geben natürlich Geschmack ab und machen natürlich auch eine unglaubliche Saftigkeit. Und wir schneiden das jetzt erstmal in feine Würfel. So, unser Rindfleisch habe ich jetzt mal geschnitten. Das kommt jetzt alles in ein Blech, weil das brate ich nachher natürlich separat an. So, und bis es soweit ist, nehme jetzt einfach mal ordentlich Salz und gebe ordentlich Salz auf das Fleisch. Und dann kommt Zucker. Der Zucker karamellisiert nachher und macht mal richtig schöne Röstaromen. Und das Fleisch knete jetzt einfach nochmal durch und stelle es mal beiseite. Und in der Zwischenzeit schneide ich meine Zwiebeln. Und ich habe ja gesagt, genauso viel Zwiebeln wie Fleisch. Und das machen wir jetzt relativ grob. Ja. Dann habe ich meine Zwiebeln. Rindfleisch, Zwiebeln. Und dann gibt es einen Klassiker aus meiner Berufsschulzeit, das Gulaschgewürz. Und zwar hat mir das mein damaliger Lehrer, der Herr Stolzenberger, gelernt. Und zwar nimmt man ein bisschen Zitrone. Ja, das ist noch aus der Zeit, bevor die Microplane erfunden wurde. Da hat man noch so richtig schöne Zesten runtergeschnitten. Und dann kommt Knoblauch und ich nehme jetzt einen richtig schönen jungen Knoblauch. Ihr könnt auch normale Knoblauch ziehen nehmen. Das lege ich jetzt auch hier drauf. Und jetzt passt auf. Jetzt kommt der Trick. Ich nehme jetzt Butter. Und lege diese Butter hier drauf. So, machen wir eine Masse und jetzt kommt der Kümmel. So, und diesen ganzen Batzen, den verknete ich jetzt. Und dadurch, dass ich dieses Gewürz in die Butter einschlage, kann ich das ganz fein hacken, ohne dass mir der Kümmel vom Brett runterhüpft. Seht ihr das? Der Trick ist so alt wie die Nouvelle Cuisine, der steht in jedem Lehrbuch. Das haben unsere Väter und Großväter schon so gemacht. Und manchmal ist es so, ja, manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, manchmal sind die alten Tricks die besten. Hier haben wir jetzt unser Gulaschgewürz, klassisch, also wirklich oldschool, aber geil. Zwiebel, Rindfleisch, Gewürz. Tomatenmark, Rotwein und dann einen richtig tollen Paprika. Ich nehme immer den geräucherten Paprika. Ne? Und da darf man wirklich nicht sparen, weil das Wichtigste vom Gulasch ist einfach der Paprika. Also hier auf gar keinen Fall sparen. Ganz zum Schluss noch Sauerkraut. Das war's. Wir sehen uns gleich draußen beim Dutch Oven. Wir haben jetzt hier schon mal den Rim Grill vorbereitet. Das ist eine Erfindung von einem sehr, sehr lieben Freund vom Smooth.
Und zwar Rim ist eine Traktorfelge und den kann man auf unterschiedliche Methoden bespielen. Wir nutzen ihn jetzt einfach nur mal als ganz normalen Grill, so wie ein Lagerfeuer. Ne? Wir haben unten Kohle drin, die haben wir aufgeheizt und jetzt geht's los. Wir haben unseren Dutch Oven schon mal heiß gemacht. Als erstes kommt noch ein bisschen Öl rein. Man sieht jetzt, es fängt sofort an zu rauchen, weil er wirklich bullenheiß ist. Dann kommt unser Fleisch rein. Und wie man hört, es brutzelt schon richtig schön. Und das braten wir jetzt erstmal so richtig schön an. So, wenn das Fleisch einigermaßen schön angebraten ist, dann kommt Tomatenmark dazu. Und das rösten wir jetzt richtig schön an. Als nächstes kommen die Zwiebeln mit dazu. Das Ganze wieder ein bisschen anbraten. So, dann kommt einer der wichtigsten Schritte. Ich bestäube das Ganze mit Paprika. Gib mein klassisches Knoblauchgewürz dazu. Zu guter Letzt lösche ich das Ganze mit ein bisschen Rotwein ab. Ein bisschen Wasser drauf. Mal ordentlich umrühren. Ganz zum Schluss ein bisschen Sauerkraut. Das Ganze wird jetzt nur bedeckt. Und man sieht jetzt hier am Rand schon, wenn man mal genau schaut, wie ultra heiß dieser Dutch Oven wird. Der Deckel drauf. Und jetzt kommt das Wichtigste. Auf den Deckel kommen jetzt ein paar heiße Kohlen. Und zack, es schaut ja schon mal gut aus. Das Mut war jetzt draußen und jetzt geht's los. Zack, man sieht jetzt schon, es geht richtig rot. Und schade, dass ihr daheim nicht Schmecker kennt, wie geil das duftet. Und ich gehe jetzt einfach einmal rein, rühre schön um, hab dieses wunderbare Kraut, dieses wunderschöne Segediner Gulasch. Und jetzt passiert gar nicht mehr viel. Einfach eine schöne Kelle rausgenommen. Ein bisschen von der Soße mit dazu. Ein bisschen von dem Kraut mit dazu. Und dann kommt hier nur noch eine schöne Nocke Sauerrahm drauf. Ein bisschen Limettenabrieb. Und einfach noch ein bisschen frischer Schnittlauch. Fertig ist unser Segediner Gulasch aus dem Dutch Oven.